Dieses Video wurde möglich gemacht dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Erneut vom WXW 16 Karat Gold 2019 und heute wieder mit einem Interview. Der Lucky Kid ist am Start. Wunderschönen guten Tag. Guten Tag, Olaf. Wie geht's dir? Bei mir ist alles gut. Wir haben jetzt 2 Tage hinter uns. Wir nehmen das Interview hier am Finaltag auf. Du bist der große Ringkampfschreck so ein bisschen geworden hier. Du hast Timothy Thatcher besiegt, du hast den Herrn Axelter Junior besiegt. Wie hast du hier das Turnier bis jetzt wahrgenommen? Also ganz ehrlich, ich bin eigentlich nur mit dem Mindset reingekommen, dass ich einfach nur Tim besiegen wollte. Weil letztes Jahr hat er mich im Viertelfinale rausgehauen, dann hatten wir hier und da mal ein paar Kämpfe, dann hat er mich auch besiegt und es ging eigentlich nur um Tim dieses Jahr. Und jetzt habe ich auch zufällig Junior bekommen und Junior auch besiegt. Und irgendwie ist das noch surreal. Ja, mal gucken, wo der Weg da noch für dich hinführt. Ja. Aber generell bist du ja einer von den, ich sag's jetzt mal, von den Aufsteigern bei WXW. Nimmt man das selber so wahr? Weil du hast natürlich dieses Titelmatch gegen Andy gehabt, wo du dann ganz knapp und unfair gescheitert bist. Wie nimmt man das wahr? Also der Fanzuspruch wird ja auch immer mehr. Wie läuft das für dich? Es ist, wie schon vorhin gesagt, surreal. Also Aufsteiger, wir haben es bei Bobby gesehen. Bobby hat es gestern echt super gemacht und dann habe ich mir das natürlich auch angeguckt und das motiviert natürlich auch einen. Und wenn er es kann, warum kann ich es dann nicht? Aber generell, man hatte schon das Gefühl, dass jetzt eine Art Generationswechsel stattfindet. So. Also da gehörst du zu, da gehört Veit Müller zu, da gehört natürlich jetzt ein Bobby ganz vorne mit dazu. Versteht man das selber? Also sieht man sich ja selber so, ja, wir wollen WXW jetzt wirklich weiterführen, wir haben die Record Crowd und das ist jetzt hier wirklich ein Startsignal für die nächsten Monate und Jahre? Ja, absolut. Ich meine, wir wollen das einfach nur noch auf ein Top-Level bringen. Ich weiß, dass Walter immer da sein wird, ich weiß, dass Andy immer da sein wird, aber irgendwann müssen die Fackeln auch mal weitergegeben werden und ich denke, wir sind ganz gut aufgestellt. Ja. Es entwickelt sich natürlich auch ganz krass, ne? Wenn man so ein paar Jahre zurückdenkt, was hier Karat gewesen ist. Und jetzt haben wir hier ausverkauftes Haus, 1500 Leute. Das ist schon absolut crazy. Was glaubst du, wie weit kann das noch wachsen? Glaubst du, ist da noch Luft nach oben oder was braucht es, damit da noch ein bisschen mehr geht? Klar, wenn du die ganze Historie anguckst, ich meine, wo haben wir angefangen? Hier hat WXW im Steffi angefangen. Also ich meine, und dann in die andere Halle und jetzt in die größere Halle. Und sky's the limit, würde ich sagen. Ja. Wir haben hier ganz viele internationale Fans, die stehen auch sehr, sehr hinter dir. Und du bist ja auch jemand, der in England inzwischen auch diverse Male unterwegs ist, auch Irland, glaube ich, auch schon unterwegs gewesen bist. Wie sind so die Erfahrungen, die du da gemacht hast? Wie kommen die Leute mit dem Lucky Kid Charakter da, der ja doch zugegebenermaßen ein bisschen extravagant, nenne ich es einfach mal so, ist? Stimmt, die aus außergewöhnlichen Gründen lieben die das. Ich finde es voll cool, weil die englischen Fans sehr hinter den Wrestlern stehen. Also es ist wirklich, die sind richtig emotional an die Leute gebunden und das finde ich voll cool. Ja. Und von daher liebe ich es auch in England, in Irland, in UK anzutreten. Wie ist die Crowd da anders? Reagiert die ein bisschen anders auf dich? Brauchen die ein paar andere Kicks, damit die hinter dir stehen? Wie ist das? Die lieben es zu singen. Das ist voll cool. Also, die Chants sind ganz anders als hier. Hier hast du halt diese Standard-Chants. Und dann hast du auch, ich weiß nicht, ob du das fühlst, aber ich habe das Gefühl, wenn die ganzen Engländer und Iren und weiß nicht, ich hatte gestern eine kennengelernt, die kam extra aus Amerika hierher geflogen. Was voll crazy ist. Ja. Aber das ist halt so eine ganz andere Atmosphäre auf einmal, als wenn wir nur deutsche Fans hier haben und dieses Ding steckt einen auch voll an. ich habe gerade deinen Charakter angesprochen. Wir machen ja nicht nur WXW, wir machen ja hauptsächlich hier in unserem Podcast natürlich auch etwas Mainstreamigeres. Ja. Wie würdest du Lucky Kid jemanden beschreiben, der Lucky Kid noch nie gesehen hat? Erwarte das Unerwartete. So würde ich sagen. Also Lucky Kid ist sehr unorthodox. Ja. Alles, was du kennst, wirst du bei ihm nicht sehen. Alles, was du nicht kennst, wirst du bei ihm sehen. Dazu gehört auch der Entrance. Und mir ist inzwischen aufgefallen, du hast ja auch
dein Outfit quasi stetig geändert. Wie bist du auf diese Tentakel-Sache gekommen? Ist das mit Day of the Tentakel? Nein. Nein, absolut nicht. Ich bin ein riesen Anime-Fan. Ja, okay. Und daher kam das, also Naruto, falls es dir was sagt, von da habe ich es eigentlich. Okay. Und ja, ich mag diese ganze Durcheinander und einmal hier, da lang, die Tentakel, quasi die Tentakeln. Ja. Und deswegen, ich fand das voll cool und dachte so, warum eigentlich nicht? Ja. Und wie kommt man eigentlich dann an so Klamotten dran? Ich weiß, es gibt so Schneider quasi. Genau. Wie funktioniert das? Weil auch gerade dein Outfit ist da auch sehr extravagant. Du hast halt eben ein Outfit, um es mal so ein bisschen zu beschreiben, das geht ja dann so bis hier, ja, genau. Du ziehst es ja dann langsam runter, ja, genau. Und dann auch längere Ärmel und so. Waren das deine Ideen? War das so im Dialog? Wie entsteht sowas? Natürlich musst du das erstmal vorzeichnen. Du hast halt im Kopf halt eine gewisse Idee. Ich habe meine Mitbewohnerin zum Beispiel, ist Grafikdesignerin. Ja, okay. Und ich habe sie natürlich gefragt, ob sie mir das so ein bisschen grafisch darstellen kann. Und dann hast du dann zumindest den meisten Teil eigentlich schon erledigt. Ja. Und dann kannst du es deiner Schneiderin zeigen und sagen, ich hätte es gern so und so. Dann werden Maße genommen. Ja. Und dann stellt sie natürlich noch einige Fragen. Und dann geht das eigentlich relativ fix. Also es ist gar nicht so kompliziert. Ja, aber dafür muss man ja auch schon so eine kreative Ader haben, so ein bisschen, oder? Weil du hast ja auch, ich kann mich an letztes Karate erinnern, da warst du auch jemand, der da mit einem Faceband aufgetreten ist. Du bist dann, glaube ich, aber auch schon jemand, der sich da extrem viel Gedanken über die eigene Persönlichkeit macht und wie man die auch immer wieder neu repräsentieren kann, oder? Ja, absolut. So, ansonsten, ich meine, ich habe es vorhin gesagt, erwarte das Unerwartete. Ja. Von daher, ich liebe das einfach, weil das auch im Ring, ja. Dadurch, dass mein Charakter so unorthodox ist, so verrückt und spielerisch ist, kann ich wirklich alles im Ring machen und niemand wird sagen, ja, er macht sich zum Affen, ja. Weil das bin ich einfach, ja. Auf einer extremen Art und Weise. Ja. Passend dazu, ich glaube, das war jetzt am Freitag, hast du ein Bett kaputt gemacht, glaube ich, oder? Also, nochmal um das klarzustellen, ja, Aussie Open und Chris Brooks waren einen Tag vorher im Hotel. So, da komme ich an. Und letztes Jahr hatten die mein Bett einfach in den Flur reingestellt. Also mache ich die Tür auf und die Tür blockt auf einmal. Ja. Ich so, was ist denn hier los? Geh rein und sehe ein Bett mitten im Flur. Und dann sagt Brooks, ja, das ist dein Bett. Ich so, okay. Und dieses Jahr haben wir miteinander geschrieben, bevor ich angekommen bin, weil er mich gefragt hat, hey, wo bist du, wann kommst du und so. Und dann meinst du, hey, ich bin gleich in 10 Minuten da. Und dann meinte, ah, cool, okay, dann sehen wir uns gleich. Und dann habe ich dir schon geschrieben, so, ich weiß nicht, ob mir das so gefällt, dass du mich fragst, wann ich da bin. Und dann meinte er, nee, alles in Ordnung. Und dann komme ich wirklich richtig langsam in dieses Hotel rein, in dieses Zimmer rein. Und dann gucke ich rechts und links und es ist voll ruhig. Ich denke so, okay, irgendwas stimmt hier nicht, ist zu ruhig. Yeah. Und dann liegt Brooks auf dem Bett und Kyle sitzt da. Und ich glaube, Davis war in einem anderen Zimmer. Und dann sagt Brooks, hey, das ist dein Bett übrigens. Ich so, hey, cool, danke. Und dann dachte ich so, okay, wieso ist das so ruhig hier? Die ignorieren mich, das ist ganz komisch. Und dann wollte ich mich gerade ins Bett legen und merke, das Lattenrost ist weg. Und dann hat er das natürlich erstmal aufgenommen, ja. Ohne dass ich es gemerkt habe. Und dann hat er natürlich auch ein Foto davon gepostet. Ja. Und dann meinte ich so, hey Leute, glaubt mir, ich war das nicht. Und dann hat er natürlich ein Screenshot von dem Video gemacht, ja. Wo ich halt so gelacht habe und draufgetreten bin. Aber ich war es wirklich nicht. Die haben mich einfach nur geprankt, die Penner. Was macht deine Beziehung zu den Jungs aus? Weil es gab ja auch diese, wenn man euch bei Social Media folgt, da scheint schon eine sehr innige, aber auch eine sehr zerstörerische Freundschaft zu bestehen, oder? Absolut. Ich meine, ich liebe diese Jungs. Ich liebe dieses Rumgespiele, Rumgealbere. Und das ist auch das Ding, was ich bei WXW im Roster voll mag. Weil wir sind, ich würde nicht sagen, wir treffen uns alle privat oder so. Ist auch schwer wegen der Distanz, ja. Und so weiter. Aber das habe ich zum Beispiel Francis Cashman und Jay Skillet gesagt. Jedes Mal, wenn ich hier bin, fühle ich mich einfach zu Hause. Es ist voll angenehm. Ja. Ich liebe es, mit den Jungs abzuhängen. Ja.
Und genauso, wenn ich in England bin, liebe ich es mit Chris Brooks, Aussie Open, Lycus und den ganzen anderen Jungs abzuhängen, weil das ist einfach das vollste coole Gefühl und ich bin mit denen so perfekt. Ich liebe die Jungs einfach. Wieso? Ich habe das Gefühl, dass so viele Scherze auf deine Kappe gehen, also so auf dich bezogen sind. Woran liegt das? Brooks mag mich einfach sehr und das ist seine Art, es zu zeigen. Das ist das Ding. Gab es auch so eine Geschichte mit T-Shirts, die von dir zerrissen worden sind? Das war Walter. Das ist nochmal eine. Ich glaube, Walter mag mich auch. Also, das ist auch so eine Story, ey, ganz schlimm gewesen. Und zwar hatten wir vom WXW damals Rise-Shirts bekommen, die wir natürlich auch vermarkten wollten. Und aus irgendwelchen. Ich habe die Shirts immer hier so vorne eingesteckt und die hingen da. Und dann hat Walter irgendwann angefangen, diese Shirts zu schnappen und sie zu zerreißen. Ja. Und ich meine, beim ersten Mal war es okay, dann dachte ich mir so, okay, ja, hole ich mir einfach ein neues. Und Alexander Buchholz war derjenige, der mir diese Shirts geben sollte. Yeah. So. Beim ersten Mal war es in Ordnung, beim zweiten Mal, naja, okay, whatever. Und beim dritten Mal wurde es langsam, ey, es kann jetzt nicht sein. Weil Buchholz macht mich fertig deswegen, yeah. Der wird mir keine Shirts mehr geben. So, und irgendwann sind wir halt in Bielefeld und dann meinst du weiter, hey, hör auf damit, weil... Er wird mir keine Shirts mehr geben. Das war's. Er hat es mir auch schon gesagt. Und dann meinte er, kein Problem. Und dann, das war ein Tag-Team-Kampf. Ich glaube, 3-3. Ich weiß nicht, wer auf der Seite von Ringkampf war. Aber, nee, es war sogar ein Tag-Team-Kampf. Ich und Pete oder Ivan. Ich weiß es nicht mehr genau. Gegen Ringkampf auf jeden Fall. Und dann mache ich meinen Entrance. Und wer klaut mir das Shirt? Tim, Alter. Tim. Und dann gucken alle. Und Tess war unser Ringrichter und dann guckt Walter Tess an und Walter animiert natürlich die Leute, zerreißt das Shirt und ich drehe völlig durch, es war nicht gespielt oder so, ich wollte dieses scheiß Shirt zurückhaben und was machen meine Partner? Die halten mich fest, Alter, und Walter zerreißt dieses Shirt und ich drehe völlig am Rad, weil ich wusste, ich kriege kein Shirt mehr. So, und dann fängt Tess an zu lachen. Tim lacht, Walter lacht so oder so und dann drehe ich mich um zu Ivan und Pete und die lachen auch. Und dann dachte ich so, Alter, es kann nicht euer Scheiß ernst sein. Ey. Das hat mich so fertig gemacht, ey, wirklich. Dieses ganze Rumgespiele. Ja, das Leben on the Road birgt eine Menge Gefahren in sich, auch für T-Shirts offensichtlich. Du warst auch beim WWE-Tryout dabei. Ja. Erzähl mal, wie war da deine Erfahrung, was hast du davon mitgenommen? Es war schon eine schöne Erfahrung. Es war was komplett anderes. Ich habe eigentlich mehr erwartet, dass ich mehr kaputt sein werde. Mhm. Es war wirklich sehr anstrengend, weil dieses schnell sein, wieder Pause und da sind ganz viele Leute und so. Und dann fühlst du die Beine auch ganz anders, den Körper fühlt sich ganz anders an. Es waren harte 4 Tage, aber es war die Erfahrung wert. Ja. Und ich hatte schöne Tage, ich konnte mit meinen Kollegen diese Tage genießen, wir konnten uns gegenseitig pushen und es war schön. Deine Zukunft, NXT UK, gibt es da schon irgendwas? Ich weiß, wenn es was geben würde, würdest du vermutlich nicht sagen. aber ist sowas ein Ziel für dich? Da auch quasi, wir haben jetzt viele Talents hier, die da schon ihren Fuß in der Tür haben oder schon Vertrag haben, Walter, Junior und so weiter und so fort. Ja. Wie sieht das aus bei dir? Mein Ziel ist im Wrestling einfach nur, ich will mein Geld damit verdienen. Ob es jetzt NXT UK ist, NXT oder Raw, SmackDown oder was es noch nicht gibt, es ist komplett egal. Also ich würde super gerne nochmal in Japan kämpfen, ich will 16 Karat gewinnen, ich will bei Progress zum Beispiel durchstarten und ich will nochmal die ganze Welt bereisen, bevor ich mich irgendwo binde, würde ich sagen. Klingt gut. Und vor allem, ich glaube, du bist auch jemand, der auf jeden Fall hier hervorsticht. Du bist jemand, der den Leuten auffällt und denen im Gedächtnis bleibt. Und an der Stelle natürlich auch, habe ich gerade schon im Vorgespräch zu dir gesagt, schöne Grüße von meiner Freundin. Die hat gesagt, du sollst um deine Zunge aufpassen und dir nicht in die Zunge beißen und so. Ich gebe mir Mühe. Und an der Stelle, erstmal, wo können dich die Leute erreichen da draußen? Und zwar können die Leute mich bei Instagram, Real Lucky Kid, Twitter, Real Lucky Kid, und Facebook unter Lucky Kid. Das wär's, glaube ich. Merchandise?
Merchandise gerne bei sl-wrestling.de. Und ansonsten gerne auf den Shows. Ihr könnt mich gerne besuchen. Und ja, einfach mal Hallo sagen. Genau, mach das mal. SL Wrestling ist natürlich auch unser Shop. Gibt es auch unsere Shirts auch. Finale Frage. Hast du noch einen kleinen Shoutout an die Leute da draußen? Die Kamera gehört dir. Shoutout. Oh, jetzt werde ich nervös. Okay. Pressure on you. Pressure's on. Nein, vielen Dank für die Leute, die mich so krass supporten, die hinter mir stehen beim 16 Carat Tournament. Ich werde wirklich mein Bestes geben, damit ich dieses Turnier gewinnen kann und ich bin echt gespannt, wo der Weg mich hinführt und vielen Dank für den Support. Dankeschön, Leute. Ein schönes Ende. Ich danke dir, wünsche dir noch ganz, ganz viel Glück und Erfolg auf deinem weiteren Weg und vielleicht sieht man sich ja bald wieder. Definitiv, ne? Gerne. Bis zum nächsten Mal. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.